Herzlich willkommen zurück nach unserer kurzen Pause. Ich hoffe, ihr habt alle genügend Energie getankt, denn jetzt geht es weiter mit einer unserer zwei ganz, ganz großen Talkrunden. Und zwar dreht sich jetzt alles um das Thema Podcasts. Wie werden Podcasts produziert? Was machen eigentlich Podcast-Netzwerke? Wie funktionieren Podcasts in Musikstreaming-Diensten? Das alles und noch mehr wird euch jetzt in der nächsten Stunde von unseren Experten beantwortet. Vorab muss ich sagen, dass leider zwei unserer Experten etwas verhindert sind. Daniel Nikolaus von Spotify liegt leider krank im Bett und wird heute gar nicht kommen können. Und der Programmbereichsleiter vom MDR, Jörg Wiesner, steht noch im Stau. Der wird aber während der Talkrunde noch hineinschleichen und euch zusetzen. Und da könnt ihr noch Fragen an Herrn Wiesner stellen. Jetzt bitte ich aber erstmal unsere anderen Experten, nicht Moderatoren, auf die Bühne. Einen ganz großen Applaus für Dominik Hammes. Er arbeitet bei Radio Nukular und Medienkuh. Hallo. Und nochmal einen großen Applaus für Nikolas Seemark. Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei 4000 Hertz. Und natürlich darf dem Ganzen eine ganz wichtige Person nicht fehlen, und das ist der Moderator. Einen ganz großen Applaus für Markus Engert. Hallo. Guten Tag zusammen. Wir drei haben vorab eine Bitte an euch, bevor wir anfangen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn der Jörg nachher kommt, dass ihr alle wahnsinnig ausrastet, dass er es doch noch geschafft hat. Bitte nicht so zaghaft wie eben. Wer am meisten ausrastet, kriegt von uns dreien ein Jahr kostenloses Podcast-Abo geschenkt. Machen wir genau so. Okay, wir haben ein Herz für Podcasts, ihr hoffentlich auch, denn ihr hört uns hier zu. Wir wollen eine Stunde lang ungefähr diskutieren über Podcasting. Die beiden Herren neben mir machen das hauptberuflich jetzt inzwischen. So ziemlich, also so 50%, sagen wir. Da sind wir vielleicht gleich schon beim Thema. Du bist ein Drittel von Radio Nukular. Unter anderem, ja. Und ein wesentlicher Teil der Medienkuh. Da sind es dann 50%. 50%, das ist mehr als ein Drittel. Und man liest, wenn man sich auf dich vorbereitet, man findet im Netz niemals Bilder von dir ohne Tasse im Gesicht. Das stimmt nicht. Das steht aber im Internet. Ja, was im Internet so steht. Ne? Also, wie aufwendig ist das denn, wenn man Podcasting aus dem Hobby heraus ins Professionelle heben will? Du, als du angefangen hast zu podcasten, hattest noch einen anderen Hauptberuf. Ja, ich habe ganz mehr oder minder klassisch Online-Journalismus noch gelernt nebenher und vorher mein Studium eben gemacht. Viel zu lange mein Studium gemacht. Auch das hilft dabei natürlich, nebenher was aufzubauen. Und das kommt, wächst mit dem Anspruch. Also man kann ja sehr einfach einen Podcast machen, relativ schnell ganz Ganze produzieren. Nur wenn der Anspruch wächst, dann werden auch die Stunden natürlich wesentlich höher. Und das Ganze drumherum wächst. Und dann merkt man irgendwann, ich sollte vielleicht irgendwie gucken, dass da auch Geld reinkommt, sonst mache ich das und kann irgendwann meine Miete nicht mehr zahlen. Aber im kleinen Rahmen geht es natürlich. Also beim Start, dann kann man das, glaube ich, nebenher relativ gut machen. Wie viele Stunden hat das denn am Anfang so gefressen, bevor du gesagt hast, also Job nebenher, das schaffe ich jetzt nicht mehr? Also am Anfang ging es noch, weil sich das so gedeckt hat. Da habe ich ja nur die Medienkuh gemacht, das war vor 7 Jahren. Und da habe ich in der Redaktion gesessen. Das heißt, die ganzen Themen sind sowieso schon über meinen Schreibtisch gegangen und ich war deswegen schon vorbereitet. Und der ganze Rest, der war privat sowieso konsumiert. Aber wenn man die Recherche auch noch dazu zählt, je nach Thema kann es dann sein, dass man eine Woche lang eine Recherche macht. Und in der Zeit erledigt man sonst nicht so viel. Deswegen, auch da hängt es natürlich davon ab, was macht man sowieso schon und was will man denn erreichen mit dem Podcast. Nikolas, kommen wir mal zu dir. Podcaster bist du schon eine ganze Weile, so kann man es, glaube ich, sagen, aber Podcast-Unternehmer noch nicht so lang. Vielleicht willst du kurz erklären, was 4000 Hertz anders macht als andere, die auch Podcasts machen. Naja, wir haben uns professionalisiert. Also wir haben eine Firma gegründet. Ja, das stimmt. Wir haben eine Firma gegründet, das war auch ganz unerwartet. Also wir saßen in einem Journalistenbüro zusammen, haben privat schon lange Podcasts gemacht. Und haben irgendwann gemerkt, wir würden das Ganze gerne beruflich tun und davon leben. Und im letzten Jahr gab es ja so einen offenbaren Medienhype, so in Bezug auf Serials und amerikanische Produktionen, die sehr erfolgreich waren. Und dann haben wir gemerkt, das wollen wir auch machen und haben es dann gemacht einfach. Und sind im Januar gestartet und haben so verschiedene Geschäftsmodelle, wie wir eben damit so unser Geld verdienen wollen. Ja. Kommst du noch selbst zum Podcasten? Sehr viel weniger als vorher, also beziehungsweise... Ja, also ich glaube, 20% der Arbeit, die ich da tue, ist dann letzten Endes ins Mikro sprechen und mich hörbar zu machen, sozusagen. Also, dass man sich nichts vormacht. Du gehst von Montag bis Freitag ins Büro, sitzt dort, hackst Dinge in den Computer rein und es entsteht aber kein Podcast. So sieht die harte Realität aus. Ja, genau. Also davon muss man sich ein bisschen verabschieden. Also sein kreatives Potenzial auszuleben, ist dann nur noch ein ganz kleiner Teil der Arbeit. Das wusste ich vorher schon, weil es mir viele Leute gesagt haben, unter anderem du. Und dann muss ich es trotzdem auch irgendwie akzeptieren lernen. Ja.
Wie viel kreative Zeit ist denn bei euch und wie viel ist da Administration, Verwaltung, Tackern, Lochen, Abheften? Ich wünschte, ich wäre so gut organisiert, um das richtig zu beantworten. Das geht sehr ineinander über, leider. Aber es ist überraschend viel Organisation mittlerweile. Je mehr man auch darüber hinausgeht, mit anderen Leuten zusammenarbeitet, desto schwieriger wird es, wenn man mehr Anlaufstellen hat. Man muss mit mehr Leuten kommunizieren. Man muss für Nachnikolar müssen wir die Cover, da müssen wir die Zeichner briefen, da muss man gucken, klappt alles. Wir haben da bisher sehr viel Glück gehabt. Aber wenn es dann mal ein Problem gibt und sagen, das gefällt uns so nicht, dann wird auf einmal eine riesige Büchse aufgemacht. Dann gehen dann 20 E-Mails hin und her in einer halben Stunde und das ist dann nur eine Baustelle. Also das wird einfach immer mehr. Dann muss man gucken, wie sieht es mit den Serverkosten aus. Vielleicht hat man doch mal einen Sponsoring-Partner, mit dem muss man dann auch klären, wie das läuft. Das wird immer mehr und Gott sei Dank hat jeder von uns dann so seine Expertise. Aber in fiesen Wochen ist es mal wirklich so, dass die Arbeitszeit dann bis zu 90% dann nur für einen Podcast drauf geht. Und dann hat man noch nicht aufgezeichnet und keine Recherche gemacht. Das kommt schon vor. Jetzt fiel eben schon das Schlagwort Sponsoring-Partner. Worüber wir reden können, ohne einen Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf der Bühne zu haben, ist das Thema Geld verdienen. Wie verdient ihr denn euer Geld? Oder anders gefragt, wie viel verdient ihr eigentlich? Über Zahlen redet man ja nicht so gerne. Genau. Vor allen Dingen kann man es nicht auf den Punkt bringen. Es ist ja in jedem Monat was anderes. Das muss man sich auch vor Augen führen. Natürlich haben wir die transparente Zahl bei Patreon, wo wir unterstützt werden, über Crowdfunding, wo wir monatlich über 3.000 Dollar bekommen. Das ist eine schöne Summe, aber das reicht natürlich jetzt nicht, um davon zu leben für drei Personen, wenn man auch noch das Ganze natürlich investiert in den Podcast, in die Cover, in die Hostingkosten und den ganzen Kram und auch die Technik. Wir sind offen für Sponsoring-Partner, solange sie zu uns passen oder es irgendwie lustig ist. Wir hatten einmal eine Folge Zivildienst, eine sehr frühe Folge von uns, die wurde von Call of Duty gesponsert, weil die den Witz auch gut fanden. Wir haben sie einfach nur angefragt, wäre es nicht lustig, wenn? Und ihm gesagt, ja, das wäre sehr lustig. Und dann haben wir das eben gemacht. Das muss halt irgendwie passen für uns. Da muss auch irgendwie ein bisschen Humor noch dabei sein. Dafür sind wir eben offen, solange man das eben kommuniziert natürlich. Und ansonsten, ja, wir verkaufen halt auch ein bisschen Merchandise, wir gehen auf Tour. Wir versuchen halt wirklich das Projekt so gut zu finanzieren, wie es eben geht. Und man kann, das ist eben auch immer mit Aufwand kombiniert, wie wir vorher gesagt haben. Man kann es im kleinen Rahmen machen, man kann einfach sagen, ich gehe einfach nur auf Patreon. Oder man macht es eben wie wir und kommerzialisiert es wirklich bis zum Anschlag bei dem einen Projekt. Patreon, vielleicht erklären wir das kurz, das ist sowas Ähnliches wie Crowdfunding, nur dass es monatlich kommt. Nicht zwingend monatlich, man kann es auch umstellen auf pro Beitrag, den man veröffentlicht, aber man kann sehr genau planen, also man sieht ungefähr, wie viele Leute unterstützen mich gerade, wenn es monatlich ist, weiß man halt ziemlich genau, was kommt diesen Monat rein, man hat ein Budget, aber es ist komplett freiwillig und der Podcast ist auch gratis für alle, man kann natürlich Bonusinhalte anbieten, das machen wir auch. Aber das ist eine schöne Möglichkeit und ich finde es schön, dass das Zahlungsbewusstsein mittlerweile so gewachsen ist, dass es wirklich sehr viele Leute auch machen. Wie ist denn die Zahlungsbereitschaft der Hörer bei euch so? Das haben wir noch gar nicht getestet. Also wir haben wir haben vorher ja private gepodcastet, schwieriges Wort, genau. Und da haben wir so Spendendienste auch benutzt. Flatter gab es ja auch mal, das ist ein bisschen was Ähnliches. Ja. Ist auch schon so ein bisschen vorbei. Genau, und jetzt haben wir eigentlich erstmal gesagt, dass wir erstmal so regulär unser Geld verdienen wollen, zwar über Werbung, Sponsoring auch und dann haben wir noch ein weiteres Standbein, dass wir Audioproduktion machen für Dritte, also wir produzieren einfach Audiosendungen, die gar nicht bei uns laufen, um uns zu finanzieren und was wir jetzt machen wollen Ende des Jahres, das wäre dann sozusagen die dritte Säule, ist ein Mitgliederbereich, den wir selbst programmiert haben, wo man sich sozusagen anmelden kann gegen einen monatlichen Betrag. So, und das testen wir jetzt mal so im Januar, wie das klappen kann. Ich glaube, unser dritter Gast ist angekommen. Jörg Wiesner, ist er bereit? Yes. Herr Wiesner, wir freuen uns ganz außerordentlich. Die Podcaster waren pünktlich, Herr Wiesner, ich sag's nur mal so. Ja, ich stand im Stau, es tut mir leid, wirklich, es tut mir leid. Ich habe alles gegeben aus dem Dienstwagen des MDR und mehr hat er nicht hergegeben. Wir sind beim Thema Geld verdienen, insofern noch 2 Minuten Durchschnaufpause für Sie, weil das ist, glaube ich, nicht so das wahnsinnig drängende Problem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie sieht es denn aus mit dem Finden von Werbepartnern und Kooperationspartnern? Wie schwierig ist das? Wie einfach ist das? Wo zieht ihr eure Grenze? Also was erlaubt ihr denen? Ab wann hört das auf? Was lasst ihr nicht mehr zu? Wie ist da so der Aufwand? Also der Aufwand ist abhängig vom Thema, von der Branche natürlich auch. Dadurch, dass wir relativ guten Kontakt zu der Games-Branche haben, ist das relativ einfach, weil man da sehr häufig zusammenarbeitet mit verschiedenen Medien. Wir lassen auf keinen Fall zu, dass irgendwas inhaltlich
geändert wird oder so. Wir produzieren das Ding, das wird auch nicht zur Abnahme irgendwo hingeschickt, es wird einfach rausgeschickt und fertig. Damit müssen die dann leben. Auch wenn wir gesagt haben, das und das gefällt uns nicht, das gehört nun mal dazu. Ansonsten kann man über sehr viel reden, aber nicht über alles. So viel steht fest. Und wie gesagt, über Inhalte auf gar keinen Fall. Also so aufwendig ist es nicht bei euch, die Partner zu finden? Also ich denke, es ist schwieriger, wenn man einfach einen Podcast hat, der nicht sehr themenspezifisch ist. Wenn man ein gutes Gespräch einfach nur sucht, einen wirklich guten Podcast produziert, wo man aber nicht sagen kann, ja, wir reden sehr oft über die Gurkenindustrie, dann könnte man eben einen guten Gurkensponsoring-Partner finden, aber so sieht das eben nicht aus. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für eine allgemeine Talkrunde einen Sponsoring-Partner zu finden. Dann nickt der Nikolaus Seemark voller Leidensbewusstsein. Naja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also die Situation hat man nicht wie in USA, dass da ganz viele Firmen ganz wild darauf sind. Das ist, glaube ich, ein attraktives Medium. Das müssen die aber auch erstmal verstehen, so die Firmen. Wir haben jemanden bei uns dabei, die jahrelang sehr erfolgreich Marketing und Verkauf gemacht hat. Die kommt von Disney, also die hat so ein bisschen Erfahrung, konnte da im Direktmarketing sozusagen mit den Firmen direkt auch schon einiges erreichen. Wir haben jetzt, sind wir seit 2 Monaten von der ARD Sales and Service, das ist eine Agentur, die auch öffentlich-rechtlich Radiosender sozusagen verkauft. Mit denen arbeiten wir zusammen und das sieht ganz vielversprechend aus, aber natürlich so, wenn man jetzt anfängt zu podcasten und privat sagt, so jetzt möchte ich gerne mal Werbung schalten, das ist sicherlich sehr schwierig in Deutschland auf jeden Fall noch. Ja. Herr Wiesner, hätten Sie sich das vor ein paar Jahren gedacht, dass der Vermarkter der ARD jetzt auch Podcasts vermarktet? Also ich hätte das vor ein paar Jahren nicht gedacht und ich finde es toll, dass es so eine Renaissance des Podcasts gibt und finde das, ich komme ja eigentlich so aus dem Radiobereich, dass es das unser Medium auch wieder nochmal wieder mehr belebt und auch für uns gut ist. Ist das so? Belebt Podcast das Radio und andersrum? Ich glaube, dass seit dem Erfolg von Sanft und Sorgfältig, dass er jetzt im Radio gestartet ist, zumindest auch wieder mehr Gesprächsrunden im Radio stattfinden. Das ist meine Wahrnehmung von außen. Ich höre leider zu wenig aktiv Radio, aber ich habe das Gefühl. Ja, man sieht ja jetzt schon, dass es auch so Aktionen gibt von Radiosendern und öffentlich-rechtlichen. Call for Papers sieht man jetzt gerade beim BR, dass sie sich so um erzählerische Inhalte so bemühen. Ich finde, es geht gar nicht nur so um diese Gesprächsrunden. Ich glaube, in die Richtung geht es schon. Große Häuser sind immer ein bisschen träge. Ich glaube, das wissen Sie auch. Andersrum ist es so eine Frage. Ich weiß gar nicht, inwiefern sich so Podcasts gerade so vom Radio inspirieren lassen. Wir kommen so ein bisschen aus dem Radiokontext, bauen also auch Elemente ein, die man so aus dem Radio kennt. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich singuläre Szene. So. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viel, was ihr jetzt zum Beispiel aus dem Radio übernehmt, oder? Also man guckt sich, glaube ich, man guckt sich ein paar Produktionselemente an. Ja. Die Funkdisziplin ist natürlich eine völlig andere. Also ja. Man könnte sagen, sie existiert nicht bei Podcasts. Mhm. Aber wenn ich mir angucke, wie wird denn, wenn man das privat macht, wenn man sich einkaufen kann, wie wird denn grob ein Jingle gebaut? Wie mache ich das denn? Wie strukturiere ich eine Sendung? Ja. Das kann man sich immer abgucken, wenn man eine Struktur hat. Es gibt ja auch genügend Podcasts ohne und das ist auch gut so. Ja. Aber so gezielt zu sagen, ich will eine Sendung machen, wie sie im Radio ist, das gibt es, glaube ich, eher, wenn man denkt, ich möchte gerne was mit Musik machen und dann kommt da eine ganz andere Frage noch dabei in Sachen GEMA und so weiter. Und da wird es dann wieder sehr schwierig. Aber ich glaube, ganz wenig Podcaster sagen, ich möchte genauso eine Sendung machen, wie auf dem Radiosender läuft. Wie tief sitzt die Sanft- und Sorgfältig-Wunde eigentlich? Ist verheilt oder tut es noch weh? Also ich glaube, dass das schon auch eine Wunde ist, die man sich mal so im Hinterkopf behalten sollte. Auf der anderen Seite, wir müssen auch neue Talente finden und fördern und insofern ist es auch wieder eine Chance für uns, nach neuen Talenten auszusuchen, auszugucken. Wir probieren ja gerade bei Sputnik, bei MDR Sputnik, ein Format, was auch im Podcast dann sehr, sehr gut funktioniert hat, eine Talksendung auch. Wir nennen es Talkshow. Und Talkradio und das kommt jetzt am kommenden Montag auch nochmal um 23 Uhr und bin ich ganz froh darüber, dass wir dann auch weitere Talente finden und insofern das Beste draus machen. Vielleicht erklären wir noch kurz, was Sie eigentlich machen den ganzen Tag. Sie sind der Programmbereichsleiter, glaube ich. Sehr öffentlich-rechtlicher Titel, für die jungen Angebote im Mitteldeutschen Rundfunk. Ist das richtig? Das heißt auch, alles, was zu Puls geht, aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, geht über Ihren Tisch.
Zu Funk. Genau. Entschuldigung. Genau. Wir sind in unserer Hauptredaktion ist MDR Sputnik angesiedelt, als das junge Radioprogramm des MDR und die Zulieferung für Funk, das Jugendangebot von ARD und ZDF. Genau. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, es sind 40 Formate jetzt, davon 40 Videoformate, ja. 0 Audioformate. Da fragt man sich natürlich schon, warum. Wir arbeiten noch an Audioformaten. Die Jugendwellen der ARD haben Audioformate in ihrem Portfolio. Und wir haben beispielsweise eines unserer best abgerufenen Formate ist Radio mit K, der Zusammenschnitt der Sendung mit Kraftklub, die bei uns einmal im Monat läuft und dann als Podcast zur Verfügung gestellt wird. Oder unsere Mailbox, das ist ein Comedy-Format täglich, was auch sehr gut abgerufen wird. Aber wenn man jetzt so als Audioproduzent bei euch an der Tür anklopft, hat man es dann schwerer, weil man kein Video macht? Nö. Also wir haben eine Fläche, die ist immer montags ab 23 Uhr. Die nennen wir Ausprobiersendung. Und in dieser Fläche testen wir Formate, auch die von uns von außen eingereicht werden. Die steht quasi allen offen, die mit einem professionellen Anspruch an das Thema rangehen. Und wenn dort jemand kommt und sagt, ich habe da ein spannendes Audioformat, auch ein fiktionales Format oder so etwas, was ich gerne mal ausprobieren würde, wie kommt das eigentlich an, wie funktioniert das in so einem Radiokontext, steht das dafür offen. Es geht eben darum, dass wir ein gutes Konzept brauchen. Wir wollen eine relativ niedrige Schwelle haben, nicht erst 5 Casting und Pitches und so weiter, sondern relativ schnell den Weg, aber es sollte professionell produziert sein und soll professionell gemacht sein. Also es ist als Audioproduzent gar nicht so schwer reinzukommen. Was ist für euch beide reizvoller, auf diese 23-Uhr-Fläche bei Sputnik zu kommen oder bei Spotify zu sein? Das ist sehr schwierig. Noch überlegt. Das ist so ein bisschen Äpfel und Eier vergleichen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Also Spotify sind wir ja auch schon. Also und ihr nicht, glaube ich, oder? Bitte? Bei Spotify? Im Moment nicht, nein. Im Moment nicht, aber ist geplant? Wir wollen es zumindest versuchen, ja. Aber das ist, abseits von Schulz und Böhmermann habe ich auch den Eindruck, dass das ja nichts Exklusives ist. Und dann geht es ja nur um mehr Reichweite letztlich, was nie schadet natürlich. Mhm. Und gut, jetzt einmal auf diese Werbefläche kommen, ist ja auch erstmal nur ein Testballon. Ich glaube, das Format muss passen. Also ich glaube, wenn man ein Format hat, das auf diese Fläche gehört oder wo man sich im Radio ausprobieren will, sollte man das auch machen. Aber wenn man einfach schon einen Podcast hat, ist vielleicht einfach zu Spotify zusätzlich gehen vorzuziehen, glaube ich. Ja. In dieser sogenannten freien Podcaster-Szene, wovon jetzt hier niemand sitzt, hat die Tatsache, dass Spotify, Audible und Co. sich jetzt in diesem Bereich tummeln, nicht eben für Jubelschrei gesorgt. Könnt ihr das verstehen, dass da Leute Angst haben, dass ihnen ihr Medium Podcast weggenommen wird? Verstehen kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Also die Aufregung ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es ist klar, das ist eine geschlossene Plattform. Da gelten Regeln eines Konzerns oder einer Firma. Und vorher hat Podcasting nur im freien Netz stattgefunden, eigenverantwortlich, vollkommen ohne Kontrolle. Und klar, es ist schwierig. Aber das ist, glaube ich, ein Teil der Professionalisierung. Und die Panikmache verstehe ich nicht so ganz. Es ist auch, wenn man ehrlich ist, im Verhältnis zu dem, was wir auf Spotify an Hörern haben und was wir sozusagen auf unserer eigenen Plattform haben, noch ein ziemlich geringer Anteil, sodass man, glaube ich, nicht die Angst haben muss, dass das jetzt wie der große Monopolist wird, der allen die Show stiehlt bzw. die Kontrolle über uns bekommt. Wir reden auch inhaltlich überhaupt nicht mit, also sind sehr angenehm im Gespräch. Es ist eigentlich, also ich kann es nicht ganz verstehen. Man muss es halt beobachten, glaube ich, wie da so sich der Markt so entwickelt. Habt ihr Angst, dass die irgendwann mal die Schotten dicht machen und die Leute an eure Podcasts nicht mehr rankommen? Nee, das muss man ja alles untereinander miteinander regeln. Ich glaube auch, dass dieser Spotify-Deal damals missverstanden worden ist. Also ich glaube, viele haben das so als Dammbruch wahrgenommen, jetzt nehmen sie uns das weg und schließen das zu und ich kann mir nichts mehr beliebig anhören. Gleichzeitig war es aber einfach so, Spotify hat eben gesagt, wir legen mal Geld auf den Tisch und dann haben wir mal die beste Werbung der Welt. Also jeder wusste am nächsten Tag, die machen jetzt auch Podcasts. Und das war keine Werbeaktion, die nach 2 Tagen verpufft war, weil die Diskussion so groß war. Also da haben sie Spotify letztlich nur geholfen, weil sie drüber gesprochen haben. Aber ich verstehe die Aufregung auch. Es ist so ein bisschen, jetzt kommt der Großkonzern und macht mir mein Hobby kaputt. Aber das macht er ja gar nicht. An dem Hobby ist er ja gar nicht interessiert. Also niemand arbeitet ja daran, das freie Netz abzuschalten. Auch Spotify auch nicht. Also das man könnte auch sagen, nicht. Niemand behauptet das zu tun und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Eine andere Geschichte. Also. Ja.
Also wenn es dann irgendwann soweit ist, dann ist das der Aufschrei vielleicht wieder groß. Das ist ja die Befürchtung. Ne? Man erlaubt sich durch kostenlos Angebote eine gewisse Marktmacht. Irgendwann habe ich eine Abdeckung von 70%, 80%, 90%. Dann heißt es plötzlich so, jetzt ist alles hinter der Bezahlschranke. Naja, man kann ja auch immer noch gehen. Also wenn man sieht, dass das solche Dimensionen annimmt, ist vielleicht schwierig dann zu gehen. Das ist ein politisches Statement dann, aber das ist überhaupt nicht absehbar. Ja. Also, und das, ja. Ich denke, der Markt wird hinterher gemischt sein. Man sieht ja, dass die Freiwilligkeit ganz gut funktioniert. Jedenfalls für Einzelne, für uns funktioniert es ganz gut, für andere nicht so. Dann gibt es einige, die mit Sponsoring arbeiten, wobei das Angebot gratis bleibt. Und ein paar werden dann halt mal exklusiv sein und die müssen dann selber für sich gucken, ob sich das refinanziert. Und die anderen müssen wissen, ist es mir wert, das zu kaufen? Also ich denke, dass der Markt einfach größer und gemischter wird. Ich sehe da jetzt auch keinen Armageddon am Horizont. Also ich meine, um das sozusagen so sich zu greifen, dieses ganze Thema, da müssen sie es ja auch viel besser machen, als wir es jetzt zum Beispiel machen. Und das sehe ich halt auch nicht. Also muss man ganz, ganz klar so sehen. Haben alle also, gehört, ne? Ja. Naja. Bisschen Ego braucht man ja auch, ne? Nein, ich meine jetzt einfach so die Distribution, also die Erreichbarkeit. Ja, Apps sind mittlerweile, also muss ich niemandem mehr erklären, wie sowas funktioniert. Und das ist halt die Frage, ob sie da überhaupt so einen großen Wettbewerbsvorteil hat. Daniel von Spotify hätte jetzt hier sein können, hätte natürlich wieder Worte geben können. Wir schicken aber beste Genesungswünsche in Daniels Bett, vermuten wir jetzt mal. Reden wir mal über öffentlich-rechtliche Inhalte auf Plattformen wie Spotify, Audible und wie sie alle heißen. Manches von euch findet man da ja auch. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, wieso soll ich als Gebühren- oder Beitragszahler eigentlich ermöglichen, dass Spotify mit von mir bezahltem Content jetzt nochmal Geld verdient? Wieso denn? Also erstmal sind die Inhalte, die wir auf Drittplattformen, wie wir das kompliziert nennen, anbieten, immer müssen kostenfrei zugänglich sein. Insofern zahlt man nicht noch einmal dafür. Das ist, das wäre es ja auch noch. Genau, das ist uns sehr wichtig. Und dann ist es so, dass wir als Öffentlich-Rechtliche schon auch uns ein bisschen drehen müssen und sehen müssen, dass wir junge Menschen erreichen. Das erreichen wir bedingt durch unsere Radiosender, die 1Live oder ähnliche, Enjoy, eine tolle Reichweite haben. Auch Sputnik ist terrestrisch nicht so gut ausgestattet, aber hat in Sachsen-Anhalt, da wo man UKW empfängt, hier über DAB+, aber auch eine ganz erkleckliche Reichweite. Aber wir erreichen auch viele junge Leute, die gelernt haben, On Demand zu hören, eben nicht. Und deswegen ist die Idee zu sagen, okay, wir müssen dorthin gehen, wo junge Menschen Medieninhalte konsumieren. Das ist YouTube, das ist auch Spotify, das ist Facebook und dort müssen wir unsere Angebote auch machen. Nicht nur ausschließlich, aber eben auch. Könnte das auch in die andere Richtung sich irgendwann mal kippen quasi, dass ein freier Produzent, ein freier Autor sagt, nö, ich mache jetzt nicht die Schicht bei Sputnik oder wo auch immer. Spotify zahlt besser. Habt ihr Angst davor? Also ich glaube, dass am Ende die Frage ist, wie viel bekomme ich dafür, für die meisten nicht so der ausschlaggebende Punkt ist. Sicher muss man damit Geld verdienen können. Aber es geht auch um den Inhalt und die Freiheit, die ich habe und ob ich mich verwirklichen kann. Und ich glaube einfach, beide Systeme können da problemlos nebeneinander existieren und können eben das bieten. Und jeder sucht sich das, wo er am ehesten glaubt, auch tatsächlich sich einbringen zu können. Wir haben auch Angebote einfach, die nicht einfach nur quotengetrieben sind, sondern wir machen auch Dinge. Wir hatten zum Beispiel jetzt ein Feature, was es auch zum Nachhören gibt, über eine Kollegin von uns, die in die Kirche eingetreten ist und ihren Weg in die Kirche beschrieben hat. Ich glaube, so etwas würde man bei kommerziellen Anbietern eher weniger finden. Ich glaube, man muss sich einfach gucken, wo fühle ich mich wohl, wo sind die Rahmen Bedingungen und ich glaube, da können wir problemlos nebeneinander existieren. Jetzt haben Sie ganz kurzer Einwurf nur mal. Quotengetrieben ist Spotify bisher auch nicht, habe ich den Eindruck. Also das ist, glaube ich, muss man schon so sehen. Und ich frage mich halt, also wenn Sie einerseits sagen, okay, einmal geht es darum, Geld zu verdienen und auf der anderen Seite ist es so, dass man die Freiheit haben kann. Die Freiheit hat man ja im Zweifel auch ganz allein im Netz. Also das ist sozusagen, wo die Anreize jetzt konkret sind, dahin zu gehen als Audiomacher, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
Ich glaube, es bietet die Chance im professionellen Umfeld, sich auch noch mal weiterzuentwickeln. Also gerade diese Ausprobierstrecke zum Beispiel bietet eben die Möglichkeit, Feedback darauf zu bekommen, in einem professionellen Umfeld das weiterzuentwickeln. Diese Chance bietet sich halt und auch eben Formate aus dieser Ausprobiersendung sind auch in das reguläre Programm eingeflossen. Und eine Sendung läuft jetzt monatlich, die wir dort getestet haben. Und so bietet sich da auch ein Einstieg. Muss ich aber nochmal nachbohren, jetzt wie viel Feedback kommt denn von der Teststrecke nachts 23 Uhr auf DAB? Ist da nicht jemand, der frei im Netz irgendwas veröffentlicht, vielleicht doch besser beraten, wenn er Feedback einsammeln möchte? Also die Kollegen haben es wir nennen es Talkradio, haben es in die Twitter-Charts geschafft, auf Platz 2 oder 3 während der Sendezeit. Also es hat schon durchaus eine Relevanz und eine Reaktion. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, es geht gar nicht so vielen unbedingt ums Geld, sondern darum, sich ausprobieren zu können oder auch mal was testen zu wollen. Zumindest bisher haftet dem Öffentlich-Rechtlichen ja schon der Ruf an, so wahnsinnig viel Ausprobier, agil, frei machen, einfach selbst was entscheiden, ist da nicht. Stimmt das gar nicht mehr? Also natürlich gibt es immer Rahmenbedingungen, das muss zu uns passen, es muss auch den allgemeinen Vorgaben entsprechen, also journalistischen Grundprinzipien. Es sollte auch so sein, dass man das Gefühl hat, das höre ich gerne. Also es sollte auch professionell gemacht werden. Aber ansonsten sind da ganz viele Freiheiten. Ich wüsste, also natürlich kann ich selber etwas machen, selber veröffentlichen und dann habe ich noch mehr Freiheiten. Aber sonst fällt mir wenig ein, wo ich weniger Freiheiten habe. Glaubt ihr es dem Mann? Ich glaube, er hat sich versprochen, hat gesagt, weniger Freiheiten. Deswegen war ich gerade so, okay. Reden wir mal über Inhalte. Du hast vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel veröffentlicht bei den Kollegen der Wired. Tenor ungefähr, mit immer nur Laber-Podcasts kommen wir jetzt auch nicht vorwärts. Auch das haben nicht alle so wahnsinnig sympathisch gefunden. Hat sich denn, seitdem du den Artikel geschrieben hast, deine Wahrnehmung auf diese Branche verbessert, geändert? Ja, also ich finde, man sieht schon, dass ambitioniertere Projekte jetzt gestartet sind. Ambitioniert meine ich jetzt, das meine ich nicht qualitativ, sondern produktionstechnisch. Also dass man sieht, dieses große Wort Storytelling, was dauernd benutzt wird in den Medien, das hat auf jeden Fall auch im Podcast Einzug gehalten, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und ich habe nie gesagt, dass Laber-Podcasts an sich keine Berechtigung haben. Ich mache selbst auch einen. Aber es ging mir so darum, ich wollte mal ein bisschen ästhetische, produzierte Inhalte haben in der deutschen Podcast-Szene. Und das sieht man ja ganz deutlich. Also im letzten Jahr ist sowieso im privaten Bereich als auch im kommerziellen, professionellen Bereich ist da einiges passiert und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Ist natürlich ungleich aufwendiger und daher auch immer kostenintensiver und dann auch immer deswegen ein Problem. Aber das ist ja auch das, was wir bei 4000 Hertz auch versuchen zu machen. Hast du den Eindruck, die deutsche Podcast-Landschaft ist zu gleichförmig? Nein, aber es gab sicherlich mal eine Phase, wo man das Gefühl hatte, jeder Podcast, den man so nennt und den man kennt und den vielleicht auch noch grob die Leute im Internet kennen, ist eigentlich ein Laber-Podcast, bis auf 1-2 Ausnahmen. Es gibt auch Leute, bei der Medienkuh haben wir das, die ist relativ durchstrukturiert für einen Podcast, wo eigentlich nur Gespräch stattfindet mit einzelnen Segmenten. Und da sagen viele mir, ich kann die anderen nicht hören, weil da weiß ich wenigstens, worum es gerade geht. Und das sind eben nicht die typischen Laber-Podcast-Hörer. Und es ist natürlich für alles Platz. Und wie du schon gesagt hast, mittlerweile ist da mehr. Ich probiere auch ein bisschen sehr mehr mit der Anytime Late Night, wo wir einen kleinen Hörerkreis haben, wo ich immer sage, ich mache jetzt mal ein kleines Hörspiel noch da rein. Auch wenn es nur für 3 Minuten ist und auch wenn der Gag jetzt nicht grandios ist. Aber man hört mal was anderes, man hat mal ein anderes Bild vor Augen, als da sitzen 2 Leute und unterhalten sich. Und ich glaube einfach dadurch, dass es so viel gibt, probiert man mehr aus. Man will ja auch irgendwann nicht mehr den 17. Podcast machen, wo man nur da sitzt und ein Thema abarbeitet, ohne eine Struktur zu haben und ohne dass akustisch mehr passiert. Also das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung. Gewissermaßen. Es ist auch einfach normal. Diese Technik wurde günstig, die Leute konnten das alles benutzen. Genau. Die Mikrofone wurden immer besser und alles. Und irgendwann will man mal die nächste Stufe gehen. Ja, irgendwann reicht es einfach nicht mehr, das nur so zu benutzen, sondern man sieht das Potenzial, was da drin steckt, eine Technik, die heutzutage zu bekommen ist für wenig Geld. Und dann kommt, glaube ich, das Bedürfnis von ganz allein, wie du auch schon gesagt hast. Und das hat halt eine Weile gedauert. Und ich hatte damals einfach so ein emotionales Ding, dass ich dachte, so, jetzt hau ich mal auf den Tisch. Vielleicht außerdem passiert ja mal was. Aus dem Prinzip des Klicks, das ist kontrovers. Ja, das sowieso, ja klar. Man soll ein bisschen schimpfen. Ja, klar. Jürgen Wiesner, ein großer Teil Ihrer Aufgabe besteht auch darin, Formate zu prüfen, anzugucken, was kann klappen, was kann nicht klappen. Was glauben Sie denn, welches Podcast-Format fehlt uns in Deutschland total?
Also ich glaube, wenn man in die Staaten guckt, dann sind fiktionale Podcasts gerade die Podcasts, die durch die Decke gehen, die auch so funktionieren, wie das im Fernsehen läuft, die eine regelmäßige Veröffentlichung haben, die zu festen Zeiten veröffentlicht werden und eher auch wie eine Soap sozusagen funktionieren. Und, also gar nicht alles ist da sofort anhören, sondern Woche für Woche ja, fortsetzungsmäßig. Ja. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Formate auch bei uns funktionieren. Was ich total spannend fände, wären Podcast-Formate, die eher einen künstlerischen Ansatz haben. Und natürlich funktionieren Musik-Podcasts jeder Art. Wenn man die Rechte geklärt kriegt. Da haben wir natürlich ein gewisses Problem in Deutschland. Ja. Ne? Das müssen wir vielleicht mal erklären. Wenn man jetzt zu euch kommt und sagt, eure Podcasts sind immer nur Gequatsche, warum spielen denn die auch mal ein bisschen Musik? Die Antwort lautet? Das dürfen wir nicht. Und ihr würdet aber ganz gern. Bitte? Ihr würdet schon ganz gern. Ja, und ich glaube, es gibt sogar bei der GEMA eine Podcast-Lizenz, aber die ist ziemlich unbrauchbar. Also ich glaube, der Podcast darf nur 20 Minuten lang sein. Ja. Also vielleicht, ich habe vor Jahren recherchiert, vielleicht ist die GEMA so schnell und aktiv, dass das mittlerweile eine andere Lizenz ist. Ich bezweifle es aber. Auf jeden Fall fand ich die nicht zuträglich für das, was man eigentlich machen will. Und die war auch sehr unflexibel. Also das Format war quasi vorgeschrieben. Und das fand ich nicht sehr gut. Das hat sich schon ein bisschen verändert. Man kann mit der GEMA schon sprechen mittlerweile und so individuelle Sachen finden. Wir haben da auch eine Vereinbarung. Das Problem ist, dass es ja nicht nur die GEMA gibt, sondern auch die GVL. Und sie hat von Podcasting anscheinend noch nichts gehört. Das ist sehr lästig. Also als ihr gegründet habt, habt ihr versucht, mit denen einen Deal zu bekommen. Gibt's nicht geklappt. Nee. Da gibt es auch nichts Individuelles oder so. Mit der GEMA kann man sprechen, das nur mal so vorab. Das hat den Vorteil, dass es halt bestimmte GEMA-pflichtige Musik gibt, die man dann benutzen kann. Und da sind wir auch ganz froh drüber. Gibt es auch so Kataloge und so, die da integriert sind. Aber so dieses Klassische, ich nehme jetzt einfach mal einen Song, den ich super finde und baue den irgendwo in ein Feature ein oder als Hintergrundmusik, das geht nicht. Und das geht aufgrund der GVL nicht. Die haben auch offensichtlich momentan einfach gar keine Lust, sich darum zu kümmern. Das ist sehr schade, weil wir bezahlen würden. Und wir können nicht bezahlen. Das heißt, immer wenn irgendein Autor von euch mit Musik arbeiten möchte, passiert was? Also wenn er einfach irgendwelche Musik, die er zu Hause so hört, benutzen will, dann müssen wir sagen, geht nicht. Ansonsten rechtefreie Musik. Rechtefreie Musik, da gibt es schon auch gute Sachen. Klingt jetzt alles immer so nach Fahrstuhlmusik, ist nicht so, gibt Creative Commons. Es gibt einige Kataloge, die auch wirklich schöne Sachen machen, aber man kann eben nicht einfach das nehmen, was man will. Und wir würden gerne dafür bezahlen, aber es geht nicht. Und das ist, finde ich, sehr bitter. Wer ist denn noch in Deutschland dafür zuständig oder als Hindernisgrund auszumachen, warum, wenn wir jetzt fragen würden, was brauchst du, um Podcasting so auf die nächste Ebene zu heben? Wir haben schon gehört, die rechte Frage ist eine schwierige. Wie sieht es mit Verbreitungsfragen aus? Haben wir da ein Problem? Ist da alles in Butter? Naja, das ist ja, man kann das ja auf einer relativ freien Ebene durch soziale Netzwerke, durch verschiedene Aktionen eigentlich hinkriegen. Solange das Produkt halbwegs interessant ist, solange der Podcast Spaß macht, denke ich, kriegt man das hin. Man muss vielleicht ab und zu mal dann Leute anschreiben, die vielleicht eine größere Reichweite haben. Darf man nicht schüchtern sein letztlich. Also wenn irgendeiner mal die Zeit hat, hört rein und teilt es, dann reicht es oft schon. Also es hat eigentlich, die wenigsten Podcaster haben angefangen, wie mit Nukolab, wo wir schon so eine Basis hatten, wo drei Leute da hatten, die schon eine gewisse Reichweite hatten und dann ging es eben sofort relativ schnell. Mit der Kuh hatten wir damals auch am Anfang 200 Hörer und das hat sich über die Jahre entwickelt und ist mittlerweile vielleicht nicht der bekannteste und beliebteste Podcast, aber im Bereich von den Medien fast schon eine Instanz geworden. Und zumindest haben die meisten den Namen schon mal gehört, weil wir irgendwann mal bei DWDL waren, die auch auf uns aufmerksam geworden sind, haben gesagt, wir unterstützen euch mal für einen gewissen Zeitraum. Und dann hat man es eben, das war unser Multiplikator und ab dem Zeitpunkt kannte man uns in der Branche zumindest. Und so kann das klappen, es klappt natürlich nicht immer so, natürlich spielt Glück eine Rolle, aber man muss jetzt nicht irgendwie denken, dass einem jemand im Weg steht. Hat man eigentlich alle Optionen dieser Welt. Ich glaube, man braucht einen langen Atem. Ja. Und ich glaube, wenn man was Gutes macht, habe ich schon einen festen Glauben daran, dass wenn man lang genug durchhält, dass das auch irgendjemand dann auch entdeckt. Aber du meinst jetzt eher so technische Distribution oder was? Grundsätzlich oder? Alles. Also wir haben schon gehört, rechtmäßig haben wir ein Problem. Technik, hast du gesagt, ist erschwinglich, ist kein Problem mehr. Ja. Jetzt sind wir so bei den Machern, an den Autoren. Ja. Es ist lange auch besser Atem. Am Anfang, wenn einen keiner hört. Also wenn man das auch verinnerlicht und einfach macht. Weil man erstens besser wird, je öfter man es macht. Ja. Und zweitens, es ist schlimm, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, einem hören 1000 Leute zu. Ja. Also dann arbeitet man auch schlechter. Ich glaube, man freut sich dann später auch darüber, dass die Leute den Anfang nicht so viel gehört haben. Also es geht mir jetzt mittlerweile so. Ja, aber, nach 7 Jahren ist der Anfang schon nicht peinlich, aber ein bisschen anders als heute, auf jeden Fall.
Problem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht hat. Nach x Wochen oder Monaten kommt die böse Depublikation ins Spiel. Die wären Sie auch gern los, oder? Ja, klar. Was glauben Sie denn, was dem Podcasting in Deutschland noch ein bisschen fehlt? Jetzt von den Formaten mal abgesehen. Technik ein Problem, Lizenzen ein Problem. Was ist mit der Macherseite, der Macherperspektive? Was muss man tun, wenn man erfolgreich podcasten möchte? Also ich glaube, was dem Podcast in der Masse fehlt, ist sowas wie das hier. Einfach, dass es publik wird. Ich glaube, dass viele, natürlich ist das Bewegtbild erstmal attraktiver auf den ersten Blick als das Audio. Und deswegen finde ich das auch den Titel so schön, Ein Herz für Podcast, wenn wir den Audio-Podcast meinen, denn ich glaube, dass das so eine Nische ist, die der Podcast gar nicht verdient hat, sondern er müsste so ein bisschen da raus, und deswegen ist so eine Veranstaltung wie heute sehr gut, um dem Podcast ein bisschen mehr Raum zu geben und zu sagen, da ist noch was, das kann ich beim Joggen hören, das kann ich beim Autofahren hören, das kann ich in der Bahn mir anhören. Also es gibt ja viele Nutzungsformen, wo das Bewegtbild eher schwieriger ist. Und ich glaube, dass wir da mehr Aufmerksamkeit drauf lenken können. Tim Pritlove, einer der großen Podcaster, sagt, Nische ist gar nicht wahr, Revival ist gar nicht wahr, war nie weg. Wir sehen gar keinen Boom. Und selbst wenn, dann wäre das nicht schön, wenn es ein Boom wäre. Stimmt das? Das sind jetzt viele Aussagen auf einmal. Mhm. Das mit dem Revival verhalte ich auch für ein bisschen künstlich. Das ist passiert, weil verschiedene wie Spotify und Audible aufmerksam drauf geworden sind. Aber die Szene ist ja deswegen nicht auch sprunghaft auf einmal besser oder größer geworden. Man hat nur die Aufmerksamkeit mal ein bisschen mehr gehabt. Zu dem ganzen Rest, ich weiß nicht, Nische, es gibt nischige Sachen bei Podcasts, und als Medium merke ich erst in den letzten 3 Jahren, dass man, das haben wir hier schon öfter besprochen, jetzt vorher, Vorgespräch, dass das Wort Podcast nicht mehr so oft erklärt werden muss. Dass ich nicht zu jemandem gehe und sage, ich mache einen Podcast, ich so, was? Was brauchst du, eine Flüchtlingskapsel für Superman? Was machst du? Und mittlerweile ist es so, dass man maximal noch sagen muss, ja, genau wie Radio fürs Internet. Mittlerweile ist zumindest dieses grobe Verständnis da, und deswegen kommt man langsam aus der Nische raus. Also mehr geht es im Moment auch nicht. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, da irgendwie immer so dieses böse Wort Hype drauf zu werfen. Da arbeitet man irgendwie lange daran, dass ein neues Medium, wenn man es überhaupt so nennen kann, Erfolg hat. Dann hat es mal ein bisschen Erfolg und dann ist es nur ein Hype. Finde ich ein bisschen absurd. Also das ist ja auch mit vielen Medien schon so gewesen, mit Blogs auch so. Also natürlich nervt es, wenn alle Welt ständig dann über dieses neue Medium spricht, aber deswegen ist das Medium nicht weniger wert. So, und ich glaube, da kann man sich sehr drüber freuen. Und dieses Nischenargument finde ich schwierig, weil vorher standen Podcasts oft für so kleine Themen wie, ich habe keine Ahnung, Aquaristik für Rentner oder sowas. Ja? Gibt es einen Aquaristik-Podcast für Rentner? Ja, Beispiel. Das ist ja nischig. Ja? So, aber ich glaube, heute hat es ein ganz anderes Spielfeld sozusagen. Und es gibt einfach Inhalte, die sind einfach allgemein interessanter. Und das ist einfach immer so, wenn ein Medium wächst, das war mit Blogs einfach ganz genauso, die sind mittlerweile völlig respektiert und auf einer Linie mit anderen Medien auch. Und ja, deswegen finde ich das irgendwie eine sinnlose Diskussion mittlerweile. Ja. Gut, Technik haben wir abgehakt, Lizenzen und Rechte haben wir abgehakt, Macher haben wir abgehakt. Kommen wir zu den Hörerinnen und Hörern. Du hast gesagt, über Patreon macht ihr so 3.000, 3.500 Dollar im Monat. Ich habe mal geguckt, das sind so fast 1.300 Leute, glaube ich, ungefähr, die da ein bisschen Geld in den Topf schmeißen. Ungefähr. Das reicht nicht, hast du gesagt. Ja, es sind 3 Personen involviert und relativ viel Aufwand. Hätten wir einen kleineren Podcast und weniger Leuten, könnte man drüber nachdenken, dass das eventuell reicht, um mal die Miete zu bezahlen. Ja. Wie viel, also mal ganz grob über den Daumen, wie viele Hörer habt ihr so? Wie viele Leute hören euch zu? Es sind im Moment, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, also Podcast-Zahlen hören ja nie auf, ist ja jeden Tag mehr. Zwischen 80.000 und 120.000 sind es, glaube ich. Also ja, bei den durchschnittlichen Folgen. Es gibt auch ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, das ist ja normal. Aber das sind so die aktuellen Zahlen, die ich in Erinnerung habe. Und da sind wir aber beim Zahlenproblem. Haben wir bereinigte Downloads? Haben wir komplette Downloads? Wenn wir komplett unbereinigte Downloadzahlen nehmen, haben wir eine Folge, die hat über 500.000 Downloads. Aber das sind keine realistischen Downloadzahlen. Und da sind wir auch wieder bei der Vermarktungsfirma am Anfang. Denn welche Zahlen präsentieren denn andere vor allen Dingen den Vermarktern? Sind es echte Zahlen? Sind es bereinigte Zahlen? Und wenn die einen bereinigte Zahlen liefern, die anderen unbereinigte, die dritten ganz bereinigte Zahlen, ist ein völlig verzerrter Wettbewerb. Jetzt werden da Leute sitzen und sagen, verstehe ich nicht. Ich lade einen Podcast runter, bin ich doch ein Hörer. Okay. Wo ist das Problem? Konkretes Beispiel, wenn man mobil sich einen Podcast anhört, den man nicht vorher runtergeladen hat, dann streamt er und lädt den Podcast in kleinen Stückchen runter. Und jedes davon wird beim Server erstmal als einen Download gezählt. Das heißt, ich habe den einmal als eine Person allein im Auto gehört und habe 20 Downloads produziert. Also man tut euch einen Gefallen, wenn man streamt statt Download?
Kommt drauf an. Ich glaube, die Streaming-Dinge haben wir schon rausgefiltert. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist halt so eine technische Frage, dass ich auch manchmal da stehe und zu unserem IT-Menschen sage, erklär's mir, aber so, dass ich es verstehe. Ich weiß nur, dass es ein Problem ist und dass ich es auch nicht schön finde. Also eigentlich nur, wenn man selber serverseitig so bewandert ist, dass man sich auskennt und vielleicht auch noch in dieser Britlove-Szene drin ist, die ja sehr wichtig ist tatsächlich, kann man genau sagen, wie viele Leute einen hören. Man hat ja immer diesen Mythos von, im Internet kann man genau sagen, wie viele Leute das machen. Stimmt einfach nicht. Die Frage ist vielleicht, womit vergleicht man sich? Ne? Verglichen mit der vordigitalen, terrestrischen Welt wissen wir natürlich schon viel genauer, wer hört. Aber wie zählt ihr denn? Wie kriegt ihr denn raus, wie viele Leute euch hören oder vielleicht auch nicht hören? Wir gucken auch so auf unseren Server und versuchen das auch ein bisschen zu bereinigen. Die Versuchung ist zugegebenermaßen groß, einfach die größte Zahl zu nehmen und damit zu sagen, hier, Reichweite. So, ne? Aber machen ja viele andere Medien, muss man auch mal sagen. Ja, natürlich, ist so. Genau. Interessanterweise sagt immer jeder von sich, wir machen es nicht. Natürlich die anderen nicht. Machen das ganz oft, wir machen das. Wir machen es auch nicht. Ne? Wir machen es auch nicht, nein. Macht ihr es? Wir haben ja jetzt keinen vom Print hier, aber da geht man ja oft davon aus, dass ein verkauftes Zeitschrift von 20 Leuten gelesen wird und das ist dann die Reichweite. Das steht dann sogar da im Kleingedruckten und jeder weiß, dass es nicht stimmt, aber... So ist es eben. Ich glaube, vielleicht geht es bei der Vermarktung aber auch nicht so nur um die Reichweite. Der Podcast hat, glaube ich, ein paar Charaktereigenschaften, die sehr viel wichtiger sind als nur die Reichweite. Es ist eine sehr große Nähe zwischen Produzenten und Hörern vorhanden. Man kann ganz anders Werbung produzieren und präsentieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu kommunizieren mit Werbepartnern und so, dass es nicht darum geht, nur ob jemand 10.000 Hörer mehr hat oder wie auch immer, oder dass ein anderes Medium vielleicht irgendwie eine andere Reichweite hat. Und es kommt ganz anders an. Also die Erfahrung, Entschuldigung, ganz kurz, sieht man in den USA, dass diese Firmen, die kleinen Firmen, die in Podcasts werben, ein wahnsinniges Potenzial auf einmal haben und eine wahnsinnige Reichweite bekommen dadurch und einfach viel näher am Hörer dran sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist auch die Frage, wie authentisch ist man? Passt die Zielgruppe denn zu einem? Ja. Und es gibt ja noch die andere Reichweite bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wie viele Leute sind beteiligt? Das potenziert es dann nochmal hoch. Das ist eigentlich, finde ich, das Thema unfassbar langweilig und müssen uns immer damit beschäftigen. Wir reden schon 5 Minuten drüber. Ja, ich weiß auch zu viel darüber. Ich möchte das alles gar nicht wissen. Wie kommt ihr auf die Reichweite? Bei euch gibt es die Media-Analyse, aber die erfasst das Netz nur so mittelmäßig gut, ne? Genau, also wir haben tatsächlich auch eine Zählung, wie viel werden runtergeladen. Und das versuchen wir eben auch zu bereinigen. Aber die Frage ist ja auch, die werden ja erstmal runtergeladen. Werden sie auch gehört? Ist ja dann auch nochmal eine andere Frage, ne? die ja auch noch dazu kommt. Wenn ich mir angucke, wie viel in meiner Podcast-Bibliothek Podcasts darunter geladen werden, die ich dann nicht dazu komme, sie zu hören, und weil die nächste Woche schon wieder eine neue Folge da ist. Also auch das muss man ja quasi, müsste man mit betrachten. Aber das gilt ja auch für alle Medien. Also das ist halt, es wird auch manchmal so komisch diskutiert oder an uns herangetragen, ja, woher wisst ihr das genau? Also diese Erwartungshaltung ans Internet, als könnte man alles messen, als könnte man alles wissen, ist halt Quatsch. Also wenn man jetzt Zeitung kauft, weiß auch kein Mensch, ob man nur mal die Überschrift gelesen hat. Also das sind einfach Sachen, das wird man nie lösen können. Und damit muss man halt auch als Werbekunde leben können, dass man halt eben gar nicht genau weiß, wie viele Leute es jetzt konsumiert haben. Da kann man ja mal gucken, wie sich das so korreliert. Man wirbt und verkauft man dann mehr oder so. Das kann man ja mal sehen. Aber ja. Wir reden unter anderem ja auch deswegen die ganze Zeit darüber, weil eigentlich fast jeder derjenigen, die wir so im Blick haben, sich bisher zumindest entschieden hat, sich über Werbung zu vermarkten. Die Vermarktung über Hörer und über Nutzer ist in Deutschland bis auf wenige sehr große Personen als Podcaster irgendwie nicht funktionierend. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so 120.000 vielleicht hören euch, wenn da so 4.000 Euro irgendwie bei rumkommen. Also wie viel müsste denn jeder Hörer geben, damit das Geschäftsmodell funktioniert? Gar nicht so viel, oder? Da müsste ich mal die Buchhaltung mit den anderen beiden zusammen machen. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Jeder hat halt auch seine eigenen Kosten. Also ich weiß es selbst nicht so genau. Tatsächlich, weil wir geben eben dadurch, dass wir jedes Mal ein eigenes Cover haben, wieder Geld aus, weil wir die Leute ja auch bezahlen wollen. Die Serverkosten wachsen natürlich auch mit dem Traffic wieder mehr. Und das wächst, also wir investieren tatsächlich sehr viel wieder rein, muss ich sagen. Mhm. Und es kommt auch darauf an, wo man wohnt. Christian wohnt in München, da muss man halt schon mal die Miete bezahlen. Das sind eben auch so Unterschiede. Könnt ihr mal einen ganz kleinen Abgleich versuchen? Wer hier im Raum hört denn Podcasts? Und es lassen alle die Hand oben, die bereit wären, 5 Euro monatlich dafür zu bezahlen? Fünf? Schon.
Ja, das ist eine Hand, zwei Hände. Ja, aber da hätte ich drauf kommen können. Ja. Ach so. Also Zuschauer, Zuhörer sehen es nicht. Wir haben vielleicht, ich würde mal grob schätzen, so 80 bis 100 Nasen vor uns oder so und zwei sind bereit zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich auch so der gesamtgesellschaftliche Schnitt, oder? Kommt hin. Ja, es ist ein bisschen traurig. Ja. Also, habt ihr alle ein schlechtes Gewissen? Ja? Die hören, ich meine, da muss man auch mit sich selbst sprechen sozusagen. Aber wenn man das sozusagen lange Zeit konsumiert und findet das ganz toll, dann finde ich es eigentlich schöner, wenn man das direkt unterstützen kann. Aber es zeigt sich auch, dass es einfach deutlich unter 5% sind, einfach in der Regel. Woran liegt das denn? Also ich meine, 9,95 € für Netflix tut keinem weh. Ins Kino für 17 € macht man einfach so nebenher. Ja, mal ein Hörbuch umsonst. Kaufen, das tut so. Du kriegst es halt nicht umsonst, Netflix. Mhm. Die Paywall war schon da. Na, dann mal andersrum gefragt, Podcast hinter einer Bezahlschranke, denkbar? Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also für mich, das müsste schon sehr aufwendig produziert sein. Es funktioniert bei Böhmermann und Schulz auch nur, weil die jeder hören will und weil die einen guten Deal bekommen haben. Also ich kenne die Zahlen natürlich nicht von den beiden, aber es würde mich tatsächlich interessieren, wie sie sich bei Spotify machen. Ja, da ist ja auch keine Paywall, die sind ja im Gratisbereich. Eben, sind also auch weiter im Gratisbereich, stimmt. Der hat es ja nie exklusiv gemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, ganz ehrlich. Also man ist ja auch, man zieht sich die Leute ja auch so ein bisschen heran und das Medium war neu und es war immer gratis. Und man gibt immer nur so viele Optionen, wie man eben hat, damit die Leute es irgendwie refinanzieren können. Und es klappt oder es klappt nicht. Mit deiner Paywall, also es müssten alle auf einmal machen und das wird nicht passieren. Also es ist nicht wie beim Eismann um die Ecke, dass deutschlandweit auf einmal die Eisbällchen teurer werden. Das wird nicht passieren bei uns. Ich glaube, da will jemand eine Frage stellen. Gibt es eine Frage? Das ist schön. Dann mal los. Super, dass Sie darauf hinweisen. Genau, wir sind hier beim Social Media und da kommen auch die ganze Zeit Fragen rein. Deshalb müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar zur Frage nach der Lizenzierung von Podcasts. Und zwar hat sich da jemand ganz einfache Gedanken gemacht und gefragt, ob man nicht eine Radiolizenzierung wie von der GEMA für Podcasts machen könnte. Weil so Radios haben ja auch kein Problem damit, dass sie musikfrei spielen dürfen. Wieso geht das bei Podcasts nicht? Wieso seid ihr kein Radio? Schwieriges. Macht doch mal Radio. Naja, man lädt das Ganze ja runter, hat es dann sozusagen isoliert auf seiner Platte liegen. Das ist einfach eine unterschiedliche Technik. Das ist schwer zu beantworten. Also die Logik der GEMA oder Lizenzen aus unserer Sicht zu erklären, schwierig. Hätte man vielleicht jemand von der GEMA oder so mal einladen sollen. So ganz logisch ist es nicht. Nee, aber, das Problem trifft euch ja auch. Also wenn ihr einen Podcast oder grundsätzlich irgendein Audio ins Netz kippen wollt, ihr müsst auch die Musik rausschneiden. Warum ist das so? Warum gibt es nicht so eine Radiolizenz für im Internet? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß gar niemand offensichtlich. Dann müssen wir die GEMA nachfragen. Es wird es bestimmt auch geben. Die Frage ist, ob das bezahlbar ist. Ich finde es erstmal grundsätzlich, muss man auch mal gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter. Da stecken Künstler dahinter, die eine Musik geschrieben haben, die einen Text geschrieben haben, die komponiert haben. Und es stecken Produzenten dahinter, die produziert haben. Und dass die auch für ihr Werk auch eine angemessene Bezahlung wollen, finde ich erstmal grundsätzlich wie auch jeder Podcaster das gerne hätte, finde ich eine völlig korrekte Grundhaltung. Und deswegen, wie das genau ausgestaltet wird, das muss man dann wirklich die GEMA fragen. Aber grundsätzlich finde ich das System sinnvoll, weil es fördert auch die Kunst bei uns. Weitere Fragen? Sollen wir nochmal? Wir machen auch gerne weiter. Und zwar war die Frage, die vorhin reinkam, dass Jan Böhmermann ja Spotify extra gelobt hat, weil er gesagt hat, da darf man auch Markennamen frei nennen. Ist das vielleicht auch das Problem, dass das zu einschränken ist? Vielleicht geht das auch so ein bisschen in Richtung MDR. Ich weiß nicht, wie das die anderen handhaben mit Nennung von Problem, Markennamen. Ist das Problem, dass ich Philadelphia Frischkäse nicht loben darf bei euch auf dem Sender? Man darf keine Schleichwerbung machen und das ist gut. Es gibt auch andere tolle Frischkäse. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als würde Böhmermann beim ZDF keine Gags machen. Aber erstmal ist es doch gut, dass es bei uns keine Schleichwerbung gibt. Und das ist ja das Hauptproblem, sich nicht von Philadelphia Frischkäse den 100er-Pack jeden Morgen liefern lässt, weil er das im Radio gesagt hat. Darum geht es ja eigentlich. Und das finde ich sinnvoll. Ist euer Problem, dass ihr keine Marken empfehlen wollt, könnt, dürft? Also trifft euch diese Frage? Dürfen wir ja. Ja, eben. Ja. Ihr macht es nicht, weil ihr es nicht wollt. Doch, wir erwähnen schon Markennamen. Wir kommen gar nicht drum herum. Die sind ja oft Thema unserer Podcasts, also auf unserer Seite jetzt. Und es ergeben sich dadurch tatsächlich auch Sponsoring-Deals irgendwann. Das ist das Lustige daran. Nachträglich. Ja, nachträglich. Ach so.
Das ist faszinierend. Das ist auch komplett transparent. Wir sagen dann, Max hat irgendwann mal gesagt, ich liebe Froster Spätzlepfanne, das ist jetzt kein Scheiß, ich kriege kein Geld von denen, es ist einfach so. Ich esse die gerne. Und ich habe mich bei der Vorbereitung schon gefragt, wieso eure Tour von Froster gesponsert wurde. Das war mir ein großes Rätsel. Sie halt so gerne. Ganz ehrlich, es ist auf, letztlich sind unsere Hörer dafür verantwortlich, weil die das so gefeiert haben. Die haben von sich aus die selbst gegessen und gesagt, ja, sie schmeckt uns. Ich möchte hier gar keine Werbung für die machen. Und ja, es gibt sehr gute andere Tiefkühlprodukte. Ja. Und die sind auch alle toll. Aber das ist so ein Moment, den ich auch nicht verstanden habe am Anfang, wie das funktionieren kann, ohne dass es je geplant war. Er hat einfach, Max erzählt einem ja alles, er sagt ja auch, heute Morgen kam die Post zu spät. Also, ja, aber du wunderst dich, dass wenn du mit einer Reichweite eine Marke empfiehlst, dass das die Leute aufgreifen und... Naja, es muss ja auch immer noch funktionieren. Also die Leute hätten ja auch sagen können, A, es schmeckt mir nicht, B, es ist mir zu teuer, so irgendwelche Gründe. Oder einfach sagen können, ja, das ist mir jetzt zu kommerziell, da gehe ich gar nicht drauf ein. Aber dadurch, dass die Firma wahrscheinlich so sympathisch war und hat gesagt, fanden wir ganz süß, lief es dann irgendwie. Und das sind solche Dinge, die habe ich jetzt in anderen Medien noch nicht erlebt. Ist natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher undenkbar, dass man sowas macht natürlich. Man nimmt die ja dann auch eh nicht als Sponsor ins Boot, klar. Aber auch beim Privaten habe ich sowas noch nie erlebt. Und das war für mich ein vielleicht kritischer Moment, aber wir haben es wirklich komplett ehrlich und transparent durchgezogen. Aber auf jeden Fall ein besonderer, den ich auch immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, trotz der Reichweite. Also ich wär in meiner Jugend und auch heute noch eher so der Typ, der sagt, naja, das gucke ich mir jetzt lieber mal nicht an. Mhm. Aber ich bin auch nicht so ganz normal, glaube ich. Von daher. Gibt es weitere Fragen von draußen oder von euch? Ich würde einfach mal noch eine weitere von Social Media stellen, und zwar geht die als offene Frage ans ganze Podium. Wie muss auch die Regierung handeln, dass sich Audio-Content auf Abruf mobil nutzen lässt? Empfehlungen an die Regierung, feuerfrei. Ich muss die Frage erstmal verarbeiten. Ja, ich glaube, das weiß die Regierung, das müssen wir jetzt nicht so sagen, aber natürlich muss der Breitbandausbau und der mobile Breitbandausbau deutlich vorangetrieben werden. Das ist zwingend, aber nicht nur für den Podcast. Vielleicht müssen wir auch. Vergleichsweise ist es ein bisschen traurig, was da in Deutschland passiert, das muss man schon sagen. Ja. Ja. Ist das ein verzweifeltes Lachen? Das wirkt fast so. Ich finde es wirklich lustig. Ja. Wir müssen vielleicht der Vollständigkeit halber auch sagen, dass die Regierung auch wenig tun kann, wenn unsere Netzanbieter uns Tarife verkaufen für teuer Geld, wo Flatrate drauf ist, aber 2 Gigabyte drin. Ja. Aber egal. gut, 10 Applaus. Gegen die Provider klappt immer. Ja. So, wir haben noch 10 Minuten. Wir können die selbst füllen, aber wenn ihr Fragen auf der Seele habt, dann ist jetzt die Zeit dafür. Da hinten. Danke. Die Frage geht an Dominik Hammes. Ihr habt ja jetzt mit eurem Podcast auch die Tour gemacht. Mhm. Und da wäre meine Frage jetzt, wie sehr denkst du, funktioniert dieses Format eigentlich? Ihr habt es ja jetzt ausgeweitet. Normalerweise macht ihr ja nur Podcast. Und jetzt habt ihr so eine Tour gemacht. Und wie sehr geht das ineinander über? Und funktioniert das überhaupt? Und ist es eventuell auch denkbar, dass sowas halt regelmäßig auch funktionieren könnte? Also wird im nächsten Jahr und dass darauf wieder Events stattfinden oder und so weiter? Also wir waren dieses Jahr zum zweiten Mal auf Live-Tour, dieses Mal 14 Städte, letztes Jahr 5. Und es funktioniert sehr gut. Es ist aber tatsächlich so, wir dachten am Anfang, es ist näher am Podcast an sich. Wir würden mehr nur reden miteinander. Es wurde dann immer mehr zur Comedy-Nummer tatsächlich. Es war auch hinterher fast ein fertiges Comedy-Programm mit vielen interaktiven Elementen noch. Es war immer noch überraschend für uns auch jeden Abend. Und natürlich wollen wir das dann auch nochmal machen. Das steht fest. Tatsache ist auch, wir haben auch, gibt es auch andere Leute, die mehr podcastmäßig aktuell auf Tour sind und das öfter live machen. Nils Bokeberg mit Gästeliste Geisterbahn zum Beispiel macht das im kleineren Rahmen. Und ich glaube auch, dass Live-Podcasten im traditionellen Sinne eher in einem kleinen Rahmen funktioniert. Also man fühlt sich auf der Bühne in einer anderen Bringschuld, wenn da irgendwie 500 Leute sitzen, als wenn es 200 bis 300 sind. Also das eine ist ein gemütlicher Abend und bei dem anderen wird es dann schon mal ein bisschen lauter. Und ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann. Bei uns war es eben so, dass mehr die Persönlichkeiten, die wir drei sind und die Dynamik untereinander dann auf der Bühne transportiert, gut funktioniert haben. Aber dass es weniger der Podcast als Format war, aber es war durchaus das, was unsere Persönlichkeiten ausmacht. Sehr komprimiert, ein bisschen hochgedreht, ein bisschen auf Steroiden das ganze Programm natürlich. Aber wenn man eben auf so einen Abend sich anschaut live, erwartet man ja auch nicht unbedingt, dass man jetzt gemütlich da sitzt und nur ab und zu mal lacht.
Deswegen, ja, das funktioniert und das machen wir bestimmt auch nochmal. Eine Nachfrage hätte ich vielleicht noch zu diesem Kapitel. Gerne. Wir gehen auf Tour, ist für einen Podcast ja nicht so selbstverständlich. Also war das einfach, wir probieren es aus, es hat funktioniert. Ist es Einnahmequelle, ist es PR-Instrument? Was ist das für euch, die Tour? Das ist alles mit einem Ja zu beantworten tatsächlich. Also wir wollten es erstmal ausprobieren. Es war natürlich Max' Idee, weil er von der Bühne kommt. Sein Vater ist ja eine Hälfte von Badesalz, er ist Musiker. Das heißt, er hat diesen Hintergrund einfach, deswegen für mich ist es kein logischer Schritt gewesen. Er hat einfach gesagt, das kann man auch auf der Bühne machen. Und dann haben wir es versucht, in sehr kleinen Locations gebucht im letzten Jahr. Und die kleinen waren eben sehr schnell ausverkauft. Und dann haben wir gemerkt, okay, auf der Seite funktioniert es schon mal. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit Inhalt füllen. Mhm. Haben wir dann auch. Und was war die andere Frage? Ich habe den Überblick verloren. Egal, ist egal, wir reden ihr seid so lange. Stars. Gibt es weitere Fragen? Da war doch irgendwo eine Hand. Irgendwo war was. Nein? Was brennt euch auf den Nägeln? Da drüben. Sehr gut. Kommt das Saalmikrofon zu dir, sonst musst du einfach unfassbar brüllen. Ich komme schon. Nein. Er kommt. Ja, jetzt steht das gesamte Jahr auch unter dem Thema Macher werden. Nehmen wir mal an, ich bin ein junger Podcaster und ich möchte gerne anfangen, beziehungsweise ich habe auch eine Idee, ich habe auch schon meinen Podcast, es geht ja relativ einfach heute, ich lege mir das an und lade das hoch. Und wie fängt man an? Was sind die Schritte? Wie steigert man Reichweite? Weil das ist ja dann im Prinzip das, wo es interessant wird. Weil ich habe eine gute Idee, ich bin selbst von mir überzeugt, ich habe vielleicht sogar ein paar Freunde über Facebook gefunden oder so. Aber wie steigert man Reichweite? Wie kommt man bekommt man es größer? Ja, das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen. Ne? Ich glaube, zuerst muss man da ein bisschen leidensfähig und leidenschaftlich sein. Ich glaube, du musst erst mal das tun, was du machen willst. Ich glaube, es wegen oder mit dem Ziel, Reichweite zu machen, da hältst du, glaube ich, nicht durch, weil es wird eine ganze Weile dauern. Und ich glaube, als wir angefangen haben, gab es auch noch ein geringeres Angebot. Ja, das heißt, es war vielleicht auch noch ein bisschen leichter. Prinzipiell ist es, glaube ich, ganz viel digitale Mundpropaganda. Ich glaube, das ist so das, wie man es am ehesten sagen kann. Ich glaube, ich meine, es gibt tausend so Vermarktungsoptimierer und so. Also es sind so, damit beschäftige ich mich eigentlich gar nicht so viel, ja, SEO und so. Also ich glaube wirklich, es geht darum, dass du gute Sachen machst und die finden dann ihre Leute. Das ist halt bei YouTube auch so. Das gilt für diese ganzen digitalen Medien. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt. Plakatwände. Nee, auf keinen Fall Plakatwände. ich würde schauen, dass du passiv erstmal arbeitest und guckst, wer sind überhaupt meine potenziellen Hörer? Was sind so die großen Gruppen? Wer mag die Themen, die ich mache? Wer hört Podcasts? Denen halt selbst auch aktiv mal Folgen angucken, was da passiert. Und dann muss man leider ab und zu mal aktiv Leute anschreiben. Nicht so oft, das nervt natürlich irgendwann, aber leider im Mediengeschäft muss man manchmal Leute nerven. Das ist nicht schön, das ist eigentlich der ekelhafteste Teil von Nebenwerbung an sich. Aber das gehört dazu. Also ansonsten passiert organisch alles nur sehr, sehr langsam, weil das Angebot eben viel zu groß ist. Als wir angefangen haben, war das so, einer entdeckt mal einen Podcast und sagt, wie viel gibt es denn noch? Ah, 20, dann höre ich die mal noch. Mhm. Und bleibt dann bei 3-4 hängen. Und heute sind es eben 120. Die ich glaube, du musst doch wissen, was du machen willst. Ich glaube, du musst ein Format haben, eine Idee. Also einfach nur, weil man irgendwie Lust hat, ins Mikro zu sprechen, ist selten ausreichend. Ich glaube, da gibt es ja, so wenig. Er hat mal ein Medienprofi gesagt, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte, muss man die eigene Schamgrenze ins Unermessliche nach unten drücken. Das ist auch immer ein gutes... Kann man auch machen, ja. Mache ich auch. Vielleicht noch ergänzend dazu, was, glaube ich, wichtig ist, sind auch Metadaten, dass die ordentlich gepflegt sind, dass die richtigen Texte da dran sind. Also das, glaube ich, zu all dem, was gesagt worden ist, noch ergänzend. Also die Sprache des Netzes sprechen auch auf technischer Ebene. Ja. Mhm. Ja, genau. Man muss einfach auffindbar sein. Und dafür muss man, glaube ich, alles tun, technisch auch. Ja. Gut, eine letzte Publikumsfrage. Könnten wir verdauen? Sonst kommen wir nämlich hier zur Abschlussrunde. 3, 2, 1,5. Niemand. Dann fangen wir da drüben an und arbeiten uns in diese Richtung. Letzte Frage. Warum podcasten und nicht Radio machen? Ist das eine Kombifrage oder sind das zwei Einzelne? Wie du das möchtest. Wir sind ja hier formatfrei. Ich bin lustigerweise im Radio machen links abgebogen. Ich hatte mal fast ein Praktikum beim Saarländischen Rundfunk, weil ich an der Uni ein Seminar besucht hatte zum Schreiben, zum Hören. Eigentlich ein sehr, sehr sinnvolles Seminar, eben fürs Radio fokussiert. Und da sind wir eben auch in den Sender gegangen und haben mal aufgezeichnet. Und der Verantwortliche hat mir eben gesagt, du hast eine ganz gute Stimme und du hast gute Ideen, komm mal ein Praktikum machen. Ich habe dann stattdessen einen Podcast gemacht.
Hat ganz gut funktioniert. Ich mag Podcasts als Medium einfach. Ich höre mittlerweile viel zu wenige, weil ich selber ein paar mache und dann durch den Schnitt einfach nur fast nur noch die eigenen hören kann. Aber ich halte es für ein wunderbares Medium, weil man nebenher es konsumieren kann. Man ist trotzdem sehr gut unterhalten, wenn es gut gemacht ist. Man ist informiert. Und ich mag es nicht so abhängig zu sein von einem Bewegtbild. Und ich mag es, das für andere auch zu produzieren. Ich arbeite gern mit der Stimme. Das ist jetzt eine sehr persönliche Antwort, aber vielleicht wolltest du das auch hören. Nikolas, bei dir im Radiobüro arbeiten viele ganz klassische Radiomacher, auch Podcaster. Ja. Wer wirkt auf dich glücklicher und warum? Wir sind glücklicher, die gerade im Podcast haben. Das ist ganz definitiv so. Woran, ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe. Ich glaube, ich mache keine, so ein Beispiel nehmen. Ich glaube, dass für mich der wichtigste Punkt ist, dass sich da der Inhalt das Wichtige ist und nicht irgendeine Zeitbegrenzung oder eine Vorgabe in der Form, die zu einem Haus passen muss, zu einem Sender oder so. Also wir können uns ein Thema vornehmen und das völlig frei gestalten und müssen uns nicht nach irgendwelchen Sendeschema richten, ob es inhaltlich ist oder zeitbegrenzt, formal. Wir können einfach nur uns darauf konzentrieren, was wir erzählen wollen. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig befreiend und ist für unsere kreative Ader sehr gesund. Jörg Wiesner, das letzte Wort von Ihnen. Was kann die gute alte Tante Radio vom Podcasting lernen? Glücklich sein. Mut, glaube ich, können wir uns abgucken vom Podcast. Und tatsächlich die Leidenschaft, weil die allermeisten Podcaster machen es ja erst einmal aus ihrer eigenen Leidenschaft und erst in zweiter Linie dann ums Geld verdienen. Und diese Leidenschaft und den Mut, das können wir uns ganz gut abgucken. Gut, das war das Panel Podcasting, ein Herz für Podcasts hier im Medienforum Mittweida. Vielen herzlichen Dank an Dominik Hammes, an Nikolas Seemark, an Jörg Wiesner. Mein Name ist Markus Engert. Wir hoffen, das kommt dann zeitnah auch ins Netz, sodass man es nachhören kann. Wenn ja, werden wir es auf unseren Kanälen verbreiten. Zumindest wir bei Detektor FM werden es machen. Danke fürs Zuhören. Euch allen noch einen tollen Tag und hört mehr Podcasts. Vielen, vielen Dank an alle unsere Gäste der Talkrunde und natürlich ein großes Dankeschön an unseren Moderator, Herrn Engert. Wir gehen jetzt nach so viel Information in eine einstündige Mittagspause, damit ihr die Information in Ruhe verdauen könnt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, wie immer mit all unseren Gästen im Meet-and-Greet-Bereich in direkten Kontakt zu treten, mit den offenstehenden Fragen zu durchlöchern, was auch immer ihr machen wollt. Und wir sehen uns dann in einer Stunde genau hier wieder. Ich wünsche euch eine ganz schöne Mittagspause und bis gleich. Dankeschön.